Willkommen zurück zu Pokémon Platin, Freunde. Ja, wir haben in den letzten Parts die Siegestraße begonnen, etwas chaotisch mit den Schnitten, alles. Ich habe es immer noch nicht geregelt, ich habe das jetzt mal gesagt, ich lasse es erstmal ruhen, ich schneide erstmal den ganzen Rest, danach können wir uns darum kümmern. Ich habe noch gar nichts zur Musik eigentlich gesagt, ich finde die Musik in der Siegestraße relativ cool eigentlich. Da oben Doppelkampf, da werde ich mir das überlegen, welche Strategie nehmen wir da. Komm, nimm die Nick-Strategie hier am besten. Die funktioniert hoffentlich mit Erdbeben. Ich habe das Gefühl, dass es diesmal klappen wird. Los, kämpft, liebe Trainer. Ein Doppelass. Wir bilden ein Team, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Willst du dem etwas... was willst du dem entgegensetzen? Ja, ich möchte diesen Part hier Siegstraße abschließen, Freunde. Das sollte... Das sei mal an dieser Stelle hier erwähnt. Nein, einfach nur obligatorisch mal, damit ihr wisst, wie es ungefähr ausschaut. Hier nehmen wir doch dann doch mal Erdbeben mal wieder. Und ein... Drachentanz, warum nicht? Damit ich einfach die anderen überholen kann. Stampfer könnte, wenn es doof wird, im Flinch enden. Und die Aquavelle ist auch relativ ungeschickt. Trifft Dramaido natürlich auch sehr effektiv. Allerdings wissen wir, es hat eine etwas bessere Spezialverteidigung. Die Verwirrung war eigentlich obvious, weil damit hätte ich mit rechnen müssen, dass sowas kommt in der Art. Aber naja. Wie dem auch sei, dann gehen wir erstmal auf den Angriffsboosten. Vielleicht kommen wir jetzt hier durch und flinchen nicht. Ja, es war so klar, dass es nicht kommt, aber na gut. Halt eben nicht mit Dramaido und ich gehe hier mal nicht auf Ruhe, sondern auf Fliegen, auf das gute Lumineo und das Galoppa kriegen wir anderweitig weg. Hashtag Empoleon. Aber tatsächlich vor gleich reinzuholen. Eisenschweif wieder neben die Aquavelle wiederum nicht, von daher. Ja, kann auch sein, dass Eisenschweif auf Altar gegangen. Wer fragt mich, warum es in der ersten Runde kein Eisenschweif eingesetzt hat, oder naja. Muss sein, ist halt Nick mal wieder, geht er hier mal wieder sterben, ist mir jetzt auch sowas von egal. Ich möchte, wie gesagt, in dem Part hier noch die Siegstraße möchte ich beenden, in dem Tempo wird das natürlich nicht allzu viel. Defense jetzt fliegen, ja, die paar KP kann er dann verlieren durch Surfer, das juckt dann auch keinen mehr. Wichtig ist erst, wir das Galopp hier zeitnah wegbekommen. Eisenschweif auf Altaria, ja, okay. Ist jetzt nicht so der mega wilde Schaden, von daher... Verteidigungsdings ist fürs erste auch noch nicht so schlimm. Aquelle bitte auf Altaria, nicht auf Empoleon, ja. Okay. Bis jetzt ist ja alles noch relativ unproblematisch hier. So, die KP können wir auch noch mitnehmen. Galoppa soll, wenn sie hält, verliert es alles gut. Wenn es ganz drauf geht, natürlich auch, aber so optimistisch bin ich gerade hier nicht an der Stelle. So, jetzt machen wir einfach die Strategie nochmal hier. Du gehst auf Ruhe und heißt doch etwas hoch, liebes Altaria. Dann haben wir nämlich die Runde gut überstanden. Ich liebe Ruhrort, vor allem zusammen mit dem Bulk ist das echt cool. Leider ist hier der Part beginnt schon wieder von einem ekelhaften Doppelkampf geprägt, wo wir ziemlich lange Zeit für investieren müssen. Natürlich kommt ein Crit, warum nicht? Ah nein, wir haben ja einen Spätzle-Death-Drop bekommen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, da werde ich vielleicht auch Altarien gleich raus, obwohl das kann mit Surf, mit Fliegen sie nochmal hier rausholen im Prinzip. Galoppa geht es erstmal schnell. Volltreffer war wunderbar, das hat ja so viel gebracht. Wie gesagt, ich möchte noch das legendäre Seen-Trio noch mitnehmen vor der Liga. Natürlich auch den finalen Rivalenkampf da noch machen, ganz klar. Da wollen wir gar nicht lang drum rumreden. Die Erfahrungspunkte bringen wieder kein Level-Up und tatsächlich war es das schon für den Kampf. Gut, dann hier einmal. Ja, heil mal wieder. Mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Kugelmilch reicht für Altaria, genau. Sehr schön. Nick kriegt einfach... Ja, eigentlich ist Beleber und Kugelmilch sogar die bessere Option hier an der Stelle. Mal gucken, habe ich Beleber? Wie viel habe ich davon? 21, sehr gut. Ja, ich weiß, man kann auch Vitalkraut anwenden, das ist eigentlich erst für den Kampf, weil Vitalkraut ist doch noch verhältnismäßig relativ teuer. Eigentlich eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung, wie immer. So, ich werde weiter Hanna nach vorne packen, auch wenn, wie gesagt, das mit Level-Ups, das nervt ein bisschen, dass es hier so lange dauert, bis hier Level-Ups kommen. Die Liga ist total unterlevelt, ich werde so viel noch Bonus machen müssen, wird Rexplis da wieder randeveln müssen, das ist, glaube ich, erst 44 oder so. Keine Ahnung, wie das genau aussieht, welches Hammond-Schutz aktiviert ist jetzt die Frage. Ja, haben wir, kommen wir aus dem Kampf raus, hoffentlich auch. Really, jetzt Hunde und nervt jetzt nicht, geht sie einfach raus. Danke. Boiling ist natürlich auch ein bisschen dreist, den da reinzupacken und... Holy crap, wo geht's denn hier lang? Okay, nur zu einem Sonderbonbon, nicht so viel Zeug, was hier noch an sich anstaut, von daher passt das. Also übrigens, den
Rivalenkampf, der dann hier noch ansteht, ich gehe davon aus, die meisten kennen das Spiel, der hier noch ansteht, den werde ich natürlich vor dem Training machen, ganz klar. Den werde ich sogar relativ bald machen, vielleicht sogar noch in diesem oder nächsten Part, je nachdem. Das schauen wir dann uns im Detail an. Erstmal ein nerviges Boy, auf Level 50 sogar. Ich werde vielleicht, glaube ich, muss ich sogar hingehen, das mal besiegen. Ich denke nicht, dass davon allzu gut wegkommen werde. Habe ich aber Toxic Quark, der ist da Experte für sowas. Agilität, ja. Viel langsamer als Spoiling werde ich eh nicht mehr, von daher. Schneller als Spoiling werde ich eh nicht mehr. Gib mich auf den Donnerschlag. Es bereitet einen Klingensturm vor, das ist okay. Die Attacke sieht man so selten, wenn es einfach so schlecht ist. Das heißt, wenn jetzt Donnerschlag ausreichend Schaden macht, kann ich dann im Endeffekt auf den Tiefschlag gehen, das Spoiling einfach besiegen. Ja, das sind wir im guten Bereich drin. Tiefschlag, er muss auf Klingensturm gehen. Und damit ist es erledigt. Sehr gut. Toxic Quark habe ich, glaube ich, in der Siegstraße auch noch nicht allzu viel eingesetzt, aber das wird sich noch ändern, glaube ich. Hyperball. Bam, 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 bam. Das Problem auch, dass wir auf Wasser das hohe Level haben. Siegstraße, scheint, als wäre ich am Ziel meiner Reise angekommen, aber vor der Niederschrift des letzten Kapitels muss ich die erst besiegen. Na dann viel Erfolg dabei. Oder beziehungsweise aus meiner Sicht daraus nicht so viel Erfolg, würde ich mal sagen. Es kommt Rizeros, das ist denkbar schlecht. Ich kriege hier keinen Solarstrahl fertig aufgeladen, bevor das nicht zugeschlagen hat. Ich kann hier generell nichts sicher reinwechseln. In dem Sinn nehme ich dann den Sonntag mit Solarstrahl hier in der Kombi. Vielleicht macht es irgendwie Blödsinn. Ich rechne zwar nicht damit, aber es wäre sehr dumm, übrigens Sonntag einzusetzen. Denn nun habe ich auf die Wasserattacken geschwächt, die ich hier gegen Rizeros gehabt hätte. Applaus dafür, Daumen hoch dafür, ne? Oder hol halt hier Ramaidon rein. Das geht auch, weil Ramaidon soll es auch speeden. One-Hitten eigentlich auch. Ja, doch, hol mal Ramaidon rein. Mach deinen Job gut, bitte. Erdbeben, komm. Hast einmal was zu tun. Jetzt will ich auch das. Machst du mal ein Erdbeben von Rizeros? Überlebe ich auf keinen Fall. Das ist nämlich auch ein hoher Angriff und eine. Und dazu noch Stab auf der Attacke. KP-Wert ist von Rizeros nicht ganz so gut, das sollte machbar sein eigentlich, aber nee, Hammerarm, ja gut, das könnte ich vielleicht sogar überleben, weil kein Stab. Oh, ich verliere viel zu viel Pokémon wieder gegen diese Lappentrainer hier. Ah, Nika ist überlebt, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Initiative sinkt immer noch das kleinste Sonne, das ist natürlich ungeschickt, weil sonst hätte ich hier Empolion reingeholt und der hätte keine Probleme hier gehabt an der Stelle. Oder Rexbeast hätte auch keine gehabt, aber den habe ich halt nicht dabei. Weil so viele Feinde in der Siegestraße benötigt werden, ich da natürlich entsprechend das Team aufstellen muss drumherum. So, Rizeros haben wir. Gibt uns wieder ein paar KP zurück durch hier Seegesang. Das ist eigentlich so nutzlos, das kann ich fast schon wegtun. Weiter gleißendes Sonnenlicht. Und es kommt Venofliebis da. Wäre jetzt natürlich Hanna sehr gut gewesen, aber was wir nicht haben, können wir nicht reinsenden. Ich habe auch keine Lust, hier große Altaria zu spammen. Deswegen einfach Leo rein mit dem Gift-Hieb. Hat sie die Sache. Also, das war echt ein bisschen eine dämliche Aktion. Hätte ich eigentlich rauswechseln sollen direkt auf irgendjemanden. Empoleon wäre eigentlich ein guter. Ne, Empoleon wäre auch ein guter Switch gewesen, weil eben auch Boden den effektiv trifft. Obwohl eigentlich wäre nicht schon von Anfang der beste Switch gewesen. Naja, egal. Ich sollte nachher nochmal kurz über die Items drüber schauen, aber wie gesagt, nachher. So. Jetzt haben wir unten meine Vitalkraut für Hanna. Ist mir jetzt egal, auch wenn das Verschwendung ist. Ich hab's. Team ausführlicher Leute. Ich weiß auch, dass die Zuneigung von den Pokémon senkt. Aber das ist mir egal as well. So. Damit ist das Team hoffentlich hat sich dann wieder beruhigt. Wir können dann weitermachen hier und vielleicht auch mal wieder das eine oder andere Level-Up abstauben. Und hier brauchen wir das Kaskade. Deswegen habe ich da vorher so viel Wind drum gemacht, dass wir das im Team haben. Denn genau an dieser Stelle hier benötigen wir es. Um Wasser hinaufzukommen. Vorher gucke ich nochmal ganz kurz hier unten ein wenig rum. Schutz wirkt nicht mehr, also jetzt läuft aber echt hier alles zusammen, was schief laufen kann, oder? So, hier, das haben wir schon alles, sehr gut. Ich meine, die meisten wilden Pokémon werden die abgehalten mit dem Schutz, nur diese Boilings, die hier ein bisschen Ärger machen mit ihren hohen Leveln, ihrer hohen Geschwindigkeit noch dazu. Und Toxic Wachs nicht vermögen sie zu one-hitten, man hat halt keinen Stab auf der Tag, das muss man halt schon sagen. Hier finden wir die TM. 59 Drachenpuls. Könnten Sie uns nicht bitte einfach die Drachenklaue geben? Es wäre so nett, wenn Sie uns die Drachenklaue geben können. Dafür, die gibt es erst im Postgame. Ich kann es nochmal nachschauen. Drachenklaue wäre eine Attacke, die ich nachschauen würde. Und das war es eigentlich auch schon. Finster Aura und Drachenklaue.
Drachenklau für Altaria wäre schon viel Liga sehr praktisch. Draco Meteor ist zwar nice, aber naja, relativ unpraktisch. Selbiges gilt für Überrest und Wahlglas, das würde ich auch nochmal nachschauen. Und Drachenprofi, der schickt Altaria in den Kampf. Udel 45, das sollten wir gehandelt bekommen, nehme ich mal an. Das war am besten, indem ich einfach mal wie an Nick kämpfen lasse, denn Empoleon kriegt schneller gelevelt als Nick. Nick ist doch schon eher problematisch. Was hast du an Attacken drauf, Altaria? Eigentlich nichts Gutes, oder? Drachentanz, ja, das war ja erwartbar, dass es das hat. Und sonst offensiv kann es ja nichts, weil wir haben ja selber einen Altaria auf dem Level. Von daher nehme ich jetzt ein Feuer oder eben, das habe ich erwartet, dass ein Feuer oder bekommt. Das wird aber nicht vom Drachentanz geboostet. Von daher unproblematisch. Wir kriegen auch keinen Para. Das ist ebenfalls sehr gut. Nun soll der Steinhagel des Altaria hier schnell erledigen. Und endlich Level 47 für Nick dann. Yay. Vorher noch der nützlose Seegesang, der hier wieder. Obwohl 50 KPA, also nicht mal so alibimäßig. Da füllt mehr auf als Überrest auf jeden Fall. Der Angriff ist halt schon brutal von dem hier. Das muss man schon mal festhalten. So, Knark, das kriegt einen Eisstrahl ab von David. Auch kein großes Ding. Auch außer es ist schneller und kein Erdbeben. Dann haben wir ein bisschen Probleme. Schaufler wäre natürlich auch nicht so cool. Alles andere, Sandgrab. Lehmschuss vielleicht noch, eher Sandgrab ist nicht so schlimm, es kann aber Schaufler. Gut, wäre es natürlich eine Idee, hier durchaus mal auf Altaria zu wechseln, um die Attacke abzufangen. Oder ein Draco Meteor rauszuholen. Ja, ein Schaufler ist es, das möchte ich jetzt gerade nicht so abbekommen, da habe ich nicht so Lust drauf, verständlicherweise. Die Attacke steckt fehl, wir haben hier noch zwei Draco Meteor, ich hoffe, ich brauche hier nur einen, sehr gut. Denn die Attacke ist sehr wertvoll von der Stärke her, deshalb möchte ich die nicht so eigentlich hirnlos verschwenden, wie man das tun könnte. Wie ich das auch in den letzten paar zum Teil getan habe. Der Drachenprofi war jetzt nicht allzu problematisch. Edmund ist besiegt, nicht die geringste Chance hatte er, das ist richtig. Er hat einen Schaufler rausbekommen, weil schnelles Empoleon, aber mehr war da wirklich nicht bei, von daher passt das so. Das war es dann wieder auch schon mit der Ebene von der Siegestraße gleich. Das sind relativ nah am Ende, würde ich mal sagen. Hier kann man einfach nur einen Shortcut nehmen. Und dann werde ich auch wieder Hannah hier nach vorne tun. Damit sie vielleicht noch die Gelegenheit bekommt, auf 47 aufzusteigen. Das wäre an sich gar nicht mal uncool, oder? Finde ich auch. Ja, ich glaube, die Siegestraße schaffen wir den Part noch. Es ist nicht mehr so viel, was noch bevorsteht. Das hier ist ein Veteran. Da etwas mit Vorsicht zu genießen. Die ganze Aktion hier hinten finden wir eine Schafklaue. Die tut, glaube ich, dafür sorgen, dass Pokémon zurückschrecken oder die Crit-Chance erhöhen. Eins von beiden auf jeden Fall. Erstmal weiß ich aber, dass dieser alte Opa hier als nächstes drankommt. Er kann spüren, dass uns die Pokémon voll vertrauen. Das ist sehr, sehr schön. Was hat er denn? Porygon Z. Ja, das ist ein starkes Pokémon. Aber auch nur mit einer guten Step-Attack. Wir wollen mal sehen, wie es bei ihm aussieht. Es ist tatsächlich sogar schneller als Hundem und das ist denkbar schlecht. Reicht aber nicht für einen Two-Hit, würde ich so spontan sagen. Ja, das ist gut, dass das nicht reicht. Wir kriegen jetzt so viel Schaden durch seine Attacken. Das ist richtig heftig. Und noch ein Flammenwurf. Es hat als nächstes jetzt wieder Donnerblitz. Das ist auch krass, dass so ein Type Courage hat einen In-Game-Mode. Das müsst ihr auch mal geben. Was lernt nochmal kein Donnerblitz, soweit ich weiß. Holy crap, das war aber eine Roll hier gerade wieder extrem knapp, die ganze Sache. Der erste Damage war viel zu niedrig. Aber mal wieder einen Mon besiegt. Yay! Das hier ist mal fast schon Akt hier. Nächstes kommt Empoleon, das ist natürlich auch spannend. Allerdings sollte da Klibunki mit dem relativ den. Oder nicht Leo, aka Toxic war mit ihm relativ den Boden aufwischen. Vielleicht wäre sogar Nick noch schneller. Würde ich nicht mal ausschließen. Wir sehen hier schon, wer hier den guten Job macht. Das ist Leo, macht in der Siegstraße durch seinen Type Coverage echt einen exzellenten Job, während halt Hannah dann eher auf ihre Feuermon-Moves beschränkt ist, dann da auch in ihren Gesamtmöglichkeiten limitiert ist. Oh, und der Bohrschnabel, der ist uncool. Der ist richtig uncool, der Bohrschnabel. Der könnte sogar viel Schaden. Okay, das war ja fast Schaden. Donnerschlag und weg mit dem Pull. Und hier nicht auf Gift-Tip oder Tiefschlag gehen, das ist riskant. Gift-Tip hat nämlich keine Wirkung. Tiefschlag ist nicht safe, da könnte er unter Umständen auf was ich irgendwas gehen, was uns Genauigkeit senkt oder sonst was, das Doppelteam, was uns ärgert, von daher so ist das schon safe hier gespielt. Okay, Tangulas, da können wir nochmal auf Hannah gehen, wo ich da vielleicht vorher einen Drank drin, obwohl ich hier eigentlich glaube, dass der Flammenwurf, ich bin schneller auf jeden Fall, der Flammenwurf muss ausrennen, weil ihr müsst wissen, Tangulas hat zwar solide KP, aber eine
Sau mies ist schon fast freundlich gesagt eine richtig schlechte Spezialverteidigung. Es ist richtig übel mit dem zu spielen, wenn es auf der speziellen Seite ankommt. Deshalb sollte der Flammenwurf eigentlich unproblematisch sein und ausreichen. Sehr, sehr gut. Endlich auf Level 47, vielleicht erlernst du noch Finsteraura. Schade, ich bräuchte Taktik unbedingt Verlieger. Ich werde das direkt hier nach dem Part nachgucken, was ich wo und wann wie bekomme. Es fehlt nur noch David, der Level drunter ist. Okay, dann soll er mal hier eben aufholen gehen. Da hinten waren wir schon. Hier müssen wir natürlich noch runter, obwohl ich glaube, hier runter gehen ist so klüger als erstes Mal. Man kann ja wieder ganz einfach an den Anfang der Siegestraße kommen. Hier geht es hoch. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es hier überall hingeht. Also so viel Weg. Ich glaube nicht zu wissen, welcher der richtige ist. Von daher... Jetzt nicht hier wieder hin. Holy crap, die Siegestraße doch noch umfangreicher, als ich gedacht habe. Ja, okay, das Rätsel ist Gen 3 Standard. Also einmal links weg, einmal rechts weg und das hier weg. Komm, Drachenklau, bitte. Finsteraura, das ist gut. Dann kann ich immerhin, wenn es nicht von alleine hat, kann ich es per TM beibringen. Das schaue ich mal auf welchem Level, wenn es vor besagtem Level 55 hatte ich gesagt, oder was? 52, 53? Ich glaube, irgendwas zwischen 53 und 55, wahrscheinlich 54, ist für die Liga ganz sinnvoll mitzunehmen. Na gut, dass man hier uns so nett TMs gibt, in der... Ah, hier geht's weiter, oder? Hier geht's weiter, ich will trotzdem den Trainer hier eben machen. Na, da unten sehen wir schon, ist der Weg versperrt. Das ist der Ort, an dem sich starke Trainer naturgemäß versammeln. Ist ein idealer Trainingsort. Ja, gut, dann zeig mal dein ideales Training hier, was du uns zu bieten hast. Drachenprofi Jürgen mit deinem Kaumaler. Seriously, denn ernst? Den muss ich auch mal gesehen haben, aber so spät im Spiel ist er dann doch ein bisschen zu spät in meinen Augen, oder? Jetzt ein Kaumaler jetzt reinschicken? Nee, das muss nicht sein. Also, hätte man früher machen müssen. So ein geschenktes Level-Up, warum nicht? Vielleicht kommt es noch Altaria oder Vibrava, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sowas in der Art noch kommt. Knacks, ja, vielleicht kriegen wir wieder einen Eisstrahl raus. Das 47, gut, dann wird es halt schneller sein. Macht wieder Schaufler. Soll ich jetzt wieder die Methode Trachomator ziehen? Oder, nee, ich nehme jetzt den Damage nicht, das ist doof. Ich ziehe wieder die Methode Trachomator, wenn ich halt dann im Endeffekt mal auf einen Schaufler nehmen muss, dann nehme ich ihn halt, aber das ist egal. Jetzt nehmen wir erstmal unseren letzten Draco, der auch zum Glück trifft. Das wäre super, wenn die Attacke nicht treffen wird. Hat 95, also bei viermal, wenn die Attacke viermal voll auflade wieder, dann soll sie einmal daneben gehen. Einmal aber nur von 20, nicht häufiger. Ich kann auch genau sagen, wann eins von den 20 mal sein wird. Nämlich bestimmt in der Pokéliga, wenn ich die Attacke, wenn ich unbedingt einen Treffer brauche. So, hier nehmen wir wieder David rein, das ist vom Level her am schlechtesten quasi. Es war gleich auch 47, aber ihm fehlen ein paar Erfahrungspunkte, von daher. Hier das Warblue ist jetzt kein Drache, da. Da könnte vielleicht ein Eisstrahl, wohl der reicht trotzdem. Das ist Unterentwicklung hier, das Warblue, das muss passen eigentlich. So, von dem her. Kein großes Ding. Ich werde auch schon aus diesem Party einigermaßen pünktlich beenden. Ich rechne auch damit, dass das hier der letzte Trainer war in dieser Siegestraße. Deswegen nochmal kurz nach unten eben. Von da oben könnten schon noch der ein oder andere kommen. Also, die Musik, ich mag die. Sie ist zwar nicht so mega cool, also so mega gut, aber ich mag sie wirklich. Die ist schön atmosphärisch. Ich glaube, ich hatte doch schon was zu gesagt. Naja, egal. Zink. Wow. Ihr seid so kreativ. Und was ist denn hier wieder los? Lass mich die mal ansehen. Du sollst dich auf jeden Fall die Pokéliga-Ziel setzen. Konzentriere alle Energie auf dieses Ziel. Ja, und jetzt darfst du ja nicht durch, oder wie? Nein, du bist zu schlecht dafür. Okay. Sehr freundlich. Kann ich nur zurückgeben. Okay, gut, wie dem auch sei, gehen wir hier nun nach oben mit der Kraxler VM. Justin, bitte. Danke. Gibt es hier noch einen Trainer? Nein, wir kommen hier hinaus. Und tatsächlich sind wir dann schon durch und sind bei der hochklicken. Hör ich diese schöne Musik an. Ich hoffe, sie jetzt nicht das Surfer kaputt gemacht. Doch, wird sie. Oh, Leute. Und hier noch ein letztes Mal den Wasserfall hoch. Vielleicht haben sie dafür sogar eine besondere Sequenz einfallen lassen. Nein. Und das hier ist die Pokémon-Liga. Eine schöne Musik. Ich mag die Musik. Die anderen sind ja alle relativ impulsiv. Hier sehr, sehr ruhig. Gefällt mir, ich laufe deswegen einfach mal ein bisschen außen rum, noch um euch die Musik hier genießen zu lassen.
Schutzwegmäßig brauche ich jetzt nicht mehr. Der Höhepunkt der Trainerkarriere. Ich mag es jetzt auf den Klippen gebaut, dieses Schloss hier. Auf jeden Fall extrem cool. Denn drin spielt wieder die Pokus in der Musik, von daher ist das relativ, naja, gut, wie dem auch sei. Ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit in diesem Part von Pokémon Platin. Das nächste Mal werde ich dann wahrscheinlich anfangen, das legendäre Seen-Trio zu fangen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis dann und ciao!